Sie ist die bekannteste Frau der evangelischen Kirche in Deutschland. Eine Frau zwischen steiler Karriere und herben Rückschlägen. Ihre Beliebtheit im Land scheinbar grenzenlos. Heute nimmt sie Abschied, ganz offiziell in der Marktkirche Hannovers. Für mich ist das schon ein sehr besonderes Gefühl, entpflichtet zu werden. Das heißt ja, du hast keine Pflichten mehr, aber die Kür darf immer noch sein. Das heißt, ich kann mein Leben lang weiter predigen, Vorträge halten, schreiben, wenn ich möchte. Aber es tut auch gut zu sagen, ich lasse jetzt los und die nächste Generation übernimmt. Margot Käßmann war Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Oft hat sie klar und deutlich gesagt, was sie denkt, auch wenn das nicht immer jedem gefallen hat. Schöne Erinnerungen hat sie vor allem an Hannover. Der bewegendste Tag in meinem Leben, der 4. September 1999, als ich genau in der Marktkirche in Hannover als Landesbischöfin eingeführt wurde. Für mich war die Wahl ja selber auch eine Überraschung und dann gab es viel Auseinandersetzung. Kann eine Frau Bischöfin sein? Es gab eine Notsynode. Und dann war bei hellstem Sonnenschein, bei schönstem Wetter ein großer festlicher Gottesdienst da mit 5000 Menschen, die in und außerhalb der Marktkirche teilgenommen haben. Also es war für mich schon ein sehr, sehr besonderer Tag. Käßmann hat für viel Wirbel in der Kirche und in der Politik gesorgt. Als Theologin hat sie sich eingemischt in den Krieg in Afghanistan, gegen Kinderarmut und in die Männerdomäne Kirche. Mir ist so wichtig, dass die Kirche auch durch Frauen repräsentiert wird, weil im christlichen Glauben es ja von Anfang an so war. Die ersten, die in die Verkündigung geschickt wurden, waren Frauen. Jesus hat gesagt, erzählt ihnen und fürchtet euch nicht. Und dann waren auch Frauen in den ersten Gemeinden da. Lydia war Leiterin einer Gemeinde, Junia war Apostelin. Aber wenn wir die Kirche weltweit ansehen, wird sie immer von Männern repräsentiert. Mich ärgert das. Mit 60 Jahren geht Margot Käßmann heute in den Ruhestand, um Zeit zu haben für sich, ihre Kinder und ihre Enkel. Ohne Kirche. Für deren Zukunft wünscht sie sich vor allem eines, dass sie hinsieht. Ich denke, wir brauchen die Kirche in unserer Gesellschaft, um was davon zu sagen, dass es nicht nur um Geld geht, um Leistung, um Erfolg, sondern dass Glaube eine viel größere Dimension des Lebens bedeutet, dass das Auge auf den Schwachen bleibt in so einer Gesellschaft, die glaubt, nur die Leistungsstarken sind überhaupt was wert, dass wir die Fremden, die Flüchtlinge, aber auch die Armen, die Alten, die Kinder ernst nehmen. Und da wird unsere Kirche gebraucht werden, dass sie Menschen auch begleitet in den schönsten Tagen bei Taufen und Trauung, aber auch in den schweren Tagen im Hospiz und bei der Beerdigung. Ich bin überzeugt, Menschen werden das auch neu suchen, gerade in einer Zeit, die so fragil ist. Margot Käßmann sagt Tschüss als Pastorin und Reformationsbotschafterin. In Erinnerung dürfte sie vielen trotzdem bleiben. Auch wenn die Menschen dran denken und sagen, war ein fröhlicher Christenmensch, dann bin ich zufrieden.